Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Heute der vierte und der letzte Sonntag des gesegneten Monats Kiach, oder die letzte Stufe in dieser Serie, wo wir den gesamten ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums gelesen haben. Die Kirche ist wirklich wunderbar. Also, sie hat so geplant, dass wir manche Bücher in einer Nacht lesen, so wie bei der Apokalypse, Apokalypsis, lesen wir das ganze Buch der Offenbarung in einer Nacht. Und jetzt, in einem ganzen Monat, lesen wir einen einzigen Kapitel auf vier Sonntage. Also, so geht das, wenn wir wachsam sein sollen, wenn wir mit Gott die ganze Nacht beten sollen, dann lesen wir das ganze Buch. Aber hier, wenn wir ganz ruhig und langsam die Geschichte der Erlösung betrachten, dann hat die Kirche das so auch geplant. Also das Mysterium unserer Erlösung. Gott ist Mensch geworden. Also diesen Vers hat mir sehr gefallen. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. Also Gott hat uns großartige Barmherzigkeit erwiesen, als er Mensch geworden ist. Er verlangt von uns, seine Kinder, dass wir auch die gleiche Barmherzigkeit im Herzen haben sollen. Dass wir auch barmherzig sein sollen. Untereinander. Er sagt uns, seid auch barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Diese Geschichte hat einfach diesen Sinn. Es ist die Geschichte eines Händlers, ein Mann betrat einmal ein Lebensmittelgeschäft und fragte den Händler nach dem Preis für Bananen. Dieser antwortete ihm, Bananen kostet 12 ägyptischen Pfunde und Äpfel 10. Als eine Frau aus dem Dorf, die der Händler kannte, den Laden betrat und nach dem Kilopreis für Bananen fragte, antwortete der Händler, ein Kilo Bananen kostet 3 Pfunde und ein Kilo Äpfel 2. Die Frau antwortete, Gott sei Dank. Der andere Mann war verärgert und wollte den Händler gerade angehen. Als dieser ihm verständnisvoll zuzwinkerte und sagte, einen Moment bitte. Die Frau verließ den Laden fröhlich und dankt Gott für die erschwinglichen Preisen. Der Händler wandte sich dem Mann zu und sagte, diese Witwe hat 4 Kinder und lehnt jegliche Hilfe ab. Deshalb suchte ich einen Weg, ihr zu helfen, ohne sie dabei zu kränken. Die einzige Möglichkeit war, die Preise zu senken, wie Sie gesehen haben. Glauben Sie mir, wann immer diese Frau bei mir eingekauft, gewinne ich mehr als sonst irgendwann, denn ich war ihr gegenüber gütig, ohne dass sie das wusste. Der Mann war sehr berührt, gütig zu sein, schenkt unbeschreibliche Freude, die niemand kennt, außer denen, die sie erleben. Sei nicht erstaunt darüber, dass es noch gute Menschen um dich herum gibt. Liebe Brüder und Schwestern, denkt unbedingt daran, gütig
zu anderen zu sein, so wie Gott dir gegenüber gütig ist, obwohl du nicht würdig bist. Und dann kommt ein Vers aus dem Psalm 91, wer im Schutz des Höchsten wohnt, einer der kostbarsten Psalmen, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Befreie ihn, bringe ihn zur höchsten Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Denn als wir Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Dann sollen wir auch das Gleiche machen mit den Brüdern.